wenn Debuchy die Aktion abgeschlossen hat und das Tor für Frankreich erstmal kommentiert ist. Der Treffer von Olivier Giroud hat in der Liga schon 16 Treffer. Sucht durch den Ausfall von Benzema seine Chance. Es wird deshalb interessant, jetzt zu beobachten, wie Deutschland darauf reagiert, weil die Franzosen, wie sie jetzt schon gesehen haben, sehr, sehr kompakt stehen.